Die Arbeit von Pierre Hugues, Sudrum 6, wie der Name schon sagt, ist es nicht die einzige Arbeit in dieser Form, sondern es gibt andere Vorläufer auch. Es gibt unterschiedliche Versionen, aber durch Brancusi wird die Arbeit sehr, sehr bildmächtig. Technisch gesehen würde man sagen, es ist ein Aquarium. Und in diesem Aquarium befindet sich ein vom Künstler gestaltetes Bühnenbild, wo eine Anzahl von Spinnenkrebsen und ein Einsiedlerkrebs zu Hause sind und auch in Abhängigkeit zueinander leben, weil sonst ist es ja kein Biosystem, kein Ökosystem. Das Besondere ist der Einsiedlerkrebs, der hat eben nicht eine Schale, die er sich ausgesucht hat, eine Muschel oder was man auch immer kennt, die er bewohnt, sondern er bewohnt eigentlich eine Skulptur. Er bewohnt eine sehr bekannte Skulptur, nämlich einen Kopf, schlafende Muse des Bildhauers Konstantin Brancusi. Und den trägt er sozusagen auf seinem Rücken. Das ist ein ovaler Frauenkopf, der sehr stilisiert ist, fast maskenhaft. Und der hat einfach zwei Striche als geschlossene Lider. Es gibt natürlich Perspektiven, indem man den Krebs nicht sieht. Und dann läuft praktisch selbstständig dieser schlafende Frauenkopf, traumwandlerisch eigentlich, durch das Aquarium. Und das Drama liegt in dem, ist vielleicht ein sehr leises Drama in dem Falle. Also ein Drama, was eben eigentlich sich nur auf diesem ausdruckslosen Antlitz der Brancusi-Maske eigentlich zeigt. Gerade die Bildmächtigkeit dieser Arbeit, das ist ein Bild, das wird man so schnell nicht vergessen, wenn man es einmal gesehen hat. Das brennt sich ein, das ist ein ikonisches Bild und vielleicht ist gerade durch die Verbindung mit den Tieren, weil das geht dann natürlich viel stark auch um Biopolitik, es geht darum, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Das macht diese Arbeit so virulent und das sind alles Themen, die heute aktuell sind und das sind alles Themen, die das 21. Jahrhundert bislang sehr, sehr stark geprägt haben, sodass es ein sehr typisches Werk für diese Zeit ist.